Hey, ich bin Timo und hier bekommst du Parfums für Sugar Daddies. Wenn du einer bist, dann Glückwunsch, ja? Ich beneide dich. Wenn du so wie ich keiner jemals sein wirst, ja, dann leiden wir zusammen und können ein bisschen träumen, okay? Und wer dieses Video jetzt doch zu ernst nimmt, dann denk dir einfach, hier geht's um sophisticated, elegante Parfums für so richtige Herren. Okay, für alle anderen gerne mal in die Kommentare, was ist denn dein Sugar Daddy Duft, ja? Womit kannst du das Ganze assoziieren? In die Kommentare. Und ich weiß, Sugar Daddies haben keine Zeit. Von daher, oh doch, so viel Zeit muss sein. Bist du neu hier? Dann folge mir gerne. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Ja, und jetzt ab geht's. Starten wir mit einem Duft, der nicht ganz so teuer ist, denn Sugar Daddies geben ihr Geld ja bekanntlicherweise anders aus, ne? Und man kann auch gut riechen, ohne so viel auszugeben. Starten wir mit Ideal, ja, das EDP von Guerlain. Das ist ein Mandelduft mit Leder und Tonkabohne, Rose. Den trägt er, ja, wenn er die hübsche Dame abholt für so ein Dinner-Date, ne? Ja. Ah, da hat er bestimmt noch tolle Geschenke dabei für sie. Naja. Dafür kriegt er dann wahrscheinlich, egal. Das hier ist was für classy Männer unter euch, ja, ein schöner, sexy, süßer Gourmand. Die etwas jüngeren Playboys unter euch, die nehmen das EDT, ne? Seid ihr erfahren oder auch ein Sugar Daddy, dann das EDP, der hat noch ein bisschen mehr classy, ne? Ah, ich mag das EDT, weil ich nicht classy bin. Ja, mag sein, ne? Also Sugar Daddies, nicht so viel Geld ausgeben für Parfums, aber trotzdem ein Sugar Daddy sein, das geht mit Ideal, das EDP, der Vater aller Sugar Daddy Düfte, das ist für mich der hier. Acqua di Gio Profumo, mit aquatischen Noten, Weihrauch. Ah, also, bist du so ein George Clooney Typ, ja, dann nimm den im Sommer. Und auch für alle anderen, können hiermit sehr elegant und erfahren riechen. Und einfach frisch und gepflegt. Ja, das geht. Mit Acqua di Gio Profumo. Diesen Duft hier, den sehe ich an so einem Flavio Briatore, ne? Ja, so ein italienischer Mann, der es geschafft hat, ne? Frisch, zitrisch, im italienischen Sommer unterwegs, Hand in Hand mit seiner heißen Perle. Und dann trägt er Italian Love von Dolce & Gabbana. Oh, diese Grapefruit da drinne und alles ist so erfrischend, sparkling. Ein toller Sommerduft und ja, auch für Sugar Daddies. Und die Damen an eurer Seite, die wird es gut finden. Was trägt der Sugar Daddy eigentlich auf der Arbeit? Ich würde sagen Tom Ford's Fougère de Jean. Absolut. Ist ein Fougère-Duft. Der hat auch so eine gewisse Süße hier mit drin. Und das trägt er dann ja, auf der Arbeit. Dann danach geht er zu ihr und ja, hat wahrscheinlich auch ein kleines Geschenk dabei. Eine Rolex oder sowas. Ja, das passt, ne? Hat so einen gewissen Rasierwassertouch, so, es riecht schon so ein bisschen erwachsen halt, ne? Ein Fougère-Duft, finde ich jedenfalls, wirkt immer recht sophisticated und mit dem hier kann man nichts falsch machen und den finde ich sogar richtig gut. Ja, wenn ich mal ein Sugar Daddy werde, dann trage ich den. Was trägt eigentlich ein Sugar Daddy im Sommerurlaub, ne? Die Dame kommt gerade an in so einem tollen Kleid. Privatjet steht bereit und er wartet auf sie. In Shorts, Hawaii-Hemd und Birkenstock. Aber dieser Duft hier, bam, der macht dann halt aus ihm so einen richtigen Urlaubs-sexy Sugar Daddy. Ja. Das ist Virgin Island Water von Creed. Ne? Kokos, Limette, Früchte. Der riecht wie so ein tropischer Cocktail. Richtig lecker, richtig urlaubsreif. Also, wenn du es riechst, hast du Bock auf Urlaub, dann willst du einfach wegfliegen, ne? Ja, also auch für uns Nicht-Sugar Daddies kann das was sein für den Sommer, wenn du einfach tropisch daherkommen möchtest und ja, riechen möchtest wie ein Cocktail. Absolut. Du kannst eigentlich gar nicht eleganter riechen als mit diesem Duft hier. Das ist von Roberto Ugolini, der Oxford. Der Name klingt schon sehr sophisticated und der Duft riecht auch so. Orange, Vetiver, ah, klingt schon so ein bisschen wie so ein
Thea de Hermes? Mhm. Ist für mich auch so. Allerdings in deutlich abgerundeter und bekömmlicher. Thea de Hermes, weiß der ein oder andere, ist nicht so mein Ding. Der hier ist schon so ein bisschen angenehmer. Ne? Das heißt, dich stört irgendwas im Thea de Hermes, dann check den aus. Oder du bist halt Fan von dem und sagst, oh, ein anderer Twist. Ja, auch dann Nase ran. Ne? Und für Sugar Daddy sowieso, den braucht ihr, um einfach noch eleganter rüberzukommen. Hm, dann hast du da so einen, ja, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro Anzug an und läuft mit der Dame durch New York in die Boutiquen. Tja, und dann mit dem Duft hier. Elegant, oh ja. Das hier ist ein richtig ernster Sugar Daddy. Mit dem hat man nicht so viel Spaß, aber er ist einfach ein richtig reicher Kerl, wohlhabend. Und dann hat er diesen Duft drauf. Ah, mit dem macht man lieber keinen Schabernack. Das hier ist Falcon Leather. Ein ledriger, rauchiger Duft. Dann mit Safran noch dabei. Das ist schon sehr unique, ja. Wenn du auf Leder stehst, check den mal aus. Das wird wahrscheinlich dein Lederträumchen werden, ne? Riecht, als ob du dich in so eine, riecht, ja, in so eine alte Ledercouch setzt. Dann hast du noch so eine Zigarre gerade. Ja, so ein Arnold Schwarzenegger vielleicht. Ja, der kann so einen Duft tragen. Der hat ganz schön viel Wumms. Und ein Sugar Daddy mit Wumms, der hat den Duft. Abschließend einen richtig schönen Sugar Daddy Duft, wo die Girls einfach nur, ja, wie sage ich denn das jugendfrei? Kann ich gar nicht sagen, ne? Das ist A Paragon von Initio. Ein Pflaumenduft zum, ja, dahinschmelzen oder zum Abschlecken. Der ist richtig schön geil. Gerade wenn es Richtung Herbst, Winter geht, den drauf. Du bist vielleicht so ein etwas jüngerer Sugar Daddy, so 40. Das Girl dazu ist 20. What a match. Und die kommt dann nicht mehr von dir weg. Selbst wenn du so arm bist wie ich und statt der Patek Philippe nur noch eine Flickflack-Uhr hast, egal, mit dem Duft, dann bleibt sie bestimmt. Wahnsinnig geil. Richtig schönes Düftchen. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was ist denn dein Sugar Daddy Parfümvorschlag? In die Kommentare. Oder vielleicht bist du ja auch Sugar Daddy und sagst, Timo, von mir kannst du noch einiges lernen. Ich sag dir mal, was meine Parfums sind. Auch dann sehr gerne in die Kommentare, okay? So, und ob Sugar Daddy oder nicht, ich hoffe, du hast abonniert. Ne? Das muss ich immer noch mal wieder sagen. Ne? Gut, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Mich würde es sehr, sehr freuen. Es war mal wieder schön mit euch, ja? Ich habe schon eine geile Community. Muss ich nochmal sehen. Ja, muss ich nochmal so gesagt haben. Sage ich viel zu selten. Einfach ein D-A-N, was kommt danach? K-E. Das müsste Danke heißen. Ich habe echt Abitur. Das glaube ich heute noch nicht. Egal. Ja, wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video. Mich würde es freuen. Dein Sugar Daddy Wannabe der Parfum-YouTubers, Timo. Das bin ich.